Sure 33, Vers 33. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will nur den Makel von euch, o ihr Angehörigen des Hauses, entfernen und euch völlig reinmachen. Wer ist hier mit Ahlul Bayt gemeint? Die Frauen gehören in der arabischen Sprache mit zu der Familie. Ahlul Bayt in der arabischen Sprache sind immer die Frauen mit gemeint. Immer. Jetzt sagt natürlich der Schiit sagen. So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Bismillahirrahmanirrahim. Erstmal im Koran steht, Allah will gewiss nur den Makel von euch fernhalten. Die Sünden haben es falsch übersetzt. Laut den Sünden steht, Allah will gewiss nur den Makel von euch entfernen, obwohl dort fernhalten steht. So lesen wir in Sahih Muslim, euer authentisches Buch, nach Sahih Bukhari. Die fragten seit Ibn Arqam, ein Sahaba, wer gehört zu den Ahlul Bayt? Gehören nicht auch die Frauen des heiligen Propheten zu den Mitgliedern seines Hauses? Daraufhin sagte er nein bei Allah und den Rest könnt ihr selber lesen. So erstmal laut Sahih Muslim, Frauen gehören nicht zu den Ahlul Bayt. Laut anderer Überlieferung in Sahih Muslim steht klar und deutlich, dass Gesandte Allah salawatul alai rezitierte diesen Vers vor Imam Ali, Fatima zu Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein alai salam. Seine Frage, wieso hat er nicht vor Frauen rezitiert? Und hier in Sahih Sunan al-Tirmidhi steht, dass der Gesandte Allah salawatul alai diesen Vers vor Imam Ali, Fatima al-Zahra, Imam Hassan und Imam Hussein a.s. rezitierte. Danach sagte der Prophet, O Herr, diese sind meine Ahlul Bayt. Und dann sagte Salama, auch des Propheten, salawatul alai, O Gesandter Gottes, gehöre ich auch zu ihnen? Der Gesandte sprach, du stehst an deinem Platz, gesegnet und im Güte, gehörst aber dieser Gruppe nicht an. Das heißt, Frauen des Propheten, salawatul alai, gehören nicht zu den Ahlul Bayt, a.s. Frauen gehören in der arabischen Sprache mit zu der Familie. Ahlul Bayt in der arabischen Sprache sind immer die Frauen mit gemeint. Immer.